Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen VfB Oldenburg. Endstand 1:1 vor 3.695 Zuschauern. Ich begrüße unseren Gasttrainer Dario Fossi und unseren Trainer Rino Capretti und bitte unseren Gast, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, moin in die Runde. Ich glaube, wir alle haben hier ein sehr leidenschaftliches Spiel gesehen von beiden Mannschaften, in dem wir sehr, sehr kompakt verteidigt haben, was auch hier sehr, sehr wichtig war für uns. Wir wollten hier sehr leidenschaftlich auftreten, wussten, das kann hitzig werden von draußen auf dem Platz. Und sagen wir mal, diesen Kampf haben wir wirklich sehr, sehr, sehr gut angenommen und haben gegen einen wirklich starken Gegner, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, hier zu Recht den Punkt mitgenommen. Ich fand uns in der ersten Halbzeit sehr stabil, haben mit der Zeit, die verlief, immer mehr Selbstvertrauen bekommen, haben versucht, dann auch hinten rauszuspielen. Die Sicherheit hatten wir dann, haben 2-3 Chancen, die man auch machen kann, haben das Spiel so ein bisschen in der Hand. Die letzten Minuten hat dann Lübeck so ein bisschen umgestellt, hat uns dann so ein bisschen so halb den Zahn gezogen. Zweite Halbzeit war Lübeck dann schon sehr präsent. Ich fand uns aber stabil. Wir haben super verteidigt. Natürlich passieren auch mal Torchancen gegen uns. Die waren dann zweimal da, die klären wir aber dann sehr gut, sind stabil und gehen dann mit dem, was wir uns auch vorgenommen haben, bei Standards einfach gierig zu sein, das 1:0. Müssen dann das 2:0 nachlegen durch Willi, wo wir dann nach einer Flanke in der Box einfach frei sind. Und ich glaube, wenn wir das machen, ziehen wir hier die 3 Punkte. Der Gegenzug ist da, ein toller Kopfball 1:1. Und dann haben wir uns wieder dagegen gestemmt und nehmen hier verdient den Punkt mit. Und zu allerletzt muss ich sagen, dass es einfach ein Lob von uns als Mannschaft, als Verein ausgesprochen werden muss. Und das natürlich, wenn ich sehe, es kommen hier, glaube ich, 300 Oldenburger hierher, machen Stimmung, sind da für uns in einer schwierigen Phase. Das muss ich sehr, sehr erwähnen und loben. Und wir sind stolz drauf, diese Fans zu haben, dass sie uns unterstützen. Und das ist mein Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank. Rino, dein Statement. Ja, moin zusammen. Hört ihr mich? Gut. Ich mach's kurz. Dario hat es gut zusammengefasst. Es gab Höhen und Tiefen auf unserer Seite, auf der Gegenseite genauso. Es gab ein paar Wendungen. Das Spiel hätte dann auch, also ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, bevor Oldenburg das Tor schießt, ja, die Mannschaft, die das Tor schießt heute oder die Mannschaft, die einen Fehler macht, die wird heute als Sieger vom Platz gehen. Ja, ich habe mich selber eines Besseren belehrt, Gott sei Dank. Haben dann weitergemacht, haben aufs Gaspedal gedrückt und tolle Flanke von Jule, toller Kopfball. Und dann ist am Ende, wie es ist halt ganz klassisch, Momentum dann auf unserer Seite, wir drücken. Und ja, die große Chance, die wir nach dem Konter durch Robin, der auf Jule spielt, der ein wenig zu lange braucht für seinen Abschluss. Ich habe dann eben in der Trainerkabine habe ich ein bisschen durchgezählt, ja, wie viele Chancen hatten wir, wie viel hat der Gegner. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein absolut gerechtes Unentschieden, 1:1, ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, aber auch ein faires Spiel, fand ich. Auch die Gegenseite, die darüber dein Coaching oder deine Mitarbeiter waren alle cool. Wir nehmen den Punkt mit, war eine ordentliche Leistung. Manche Phasen müssen wir einfach ein wenig besser ausspielen und besser verteidigen. Und wir lassen das jetzt einfach so stehen und bereiten uns jetzt auf Dienstag vor. Dann war das nächste Spiel. Da ist jetzt mein Fokus. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und weiterhin viel Erfolg. Das war mein Schlusswort. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, Dominik Schwärmer, Lübecker Nachrichten. Ja, Rino, ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar habt ihr wieder mal ein Standardgegentor gekriegt. Kannst du schon die Szene irgendwie einschätzen und beurteilen? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Hi Dominik, war klar, dass du diese Frage stellst. Das hast du mir vor dem Spiel schon gestellt. Natürlich ist das ärgerlich, dass wir ein Standard-Gegentor kassieren. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich ärgere mich selber. Die Jungs ärgern sich. Das zieht sich gerade so wie so ein roter Faden. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Gefällt mir auch nicht. Gefällt den Jungs auch nicht. Und wir müssen halt zusehen, dass wir uns da rausarbeiten, dass wir uns da rauskämpfen. Man darf nicht vergessen, wir haben viele andere Standards auch sehr gut verteidigt. Aber es ist gerade, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ne? Ob es Pechsträhne oder Schicksal, keine Ahnung. Wir müssen aber weiter daran arbeiten, dass wir solche Fragen, dass du die eben nicht mehr stellst. Ne? Ich versuch's. Dann habt ihr es aber, und ich erinnere mich auch, dass es schon ein paar Mal passiert, geschafft, direkt nach dem Gegentor wieder eine Antwort zu haben und den Ausgleich zu erzielen. Gibt es dafür irgendwie eine Begründung, warum ihr es so oft schafft, nach dem Gegentor direkt wieder den Ausgleich zu schaffen? Das ist zumindest erstmal was richtig Gutes, ja, dass wir wissen, okay, wir, selbst wenn wir mal ein Gegentor kassiert haben, selbst wenn wir mal einen Rückschlag erlitten haben, dass wir bei uns bleiben, dass wir zusehen, dass der Ball in die gefährlichen Zonen kommt, dass wir viel reinflanken. Haben wir insgesamt meiner Meinung nach ordentlich gemacht, hier und da nicht immer gut vorbereitet. Aber klar, das wünscht man sich ja als Trainer, nächsten Angriff dann direkt ausgleichen. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht nach dem Ausgleich, dass wir auch noch einen Siegtreffer machen, aber ist ja kein Wunschkonzert. Ja. Kannst du noch ein, zwei Sätze zur Leistung von John Posselt sagen, bitte? Beim Tor war es wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, unter Bedrängnis. Ein Gegenspieler war ja bei ihm, war ganz wenig Platz, da setzt er sich durch, schraubt sich hoch, setzt den Kopfball. Das war schon sehr, sehr gut. John tun die Spiele jetzt auch von Beginn an gut. Man sieht aber noch, dass er noch nicht zu 100% fit ist. Am Ende hat er Krämpfe gehabt, also der muss dahin kommen. Dass er marschieren kann, auch über 90 Minuten. Hier und da hätte er mir noch ein, zwei Tiefenläufe mehr anbieten können. Er ist auf einem guten Weg, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass wir aus John noch mehr rausholen können. Er ist ein junger Spieler, er ist ehrgeizig. Hier und da braucht man ein wenig einen Arschtritt und den verpassen wir ihn einfach. Letzte Frage. Herdi Bukuso musste ausgewechselt oder wurde ausgewechselt. Musste er ausgewechselt werden? Weil ich hatte ihn nämlich humpeln sehen. Gab es da irgendwie eine Begründung? Ja, genau. Was hat er? Er lief nicht mehr ganz rund. Er hat einen Schlag vorne am Schienbein an der Sehne gekriegt. Er meinte, dass das irgendwie hochzieht bis in die Hüfte. Er konnte nicht mehr rund laufen und das war mir dann einfach zu gefährlich, erstens, weil er die Läufe nicht mehr machen konnte und zweitens nicht, dass da noch was Größeres passiert. Deswegen habe ich ihn ausgewechselt. Keine Frage mehr? Erstmal nicht. Gibt es denn sonst noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann danke ich euch allen fürs Kommen, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt.